möchte die Fahrzeuge in so einem knalligen Blau anbieten. Spezielle Farbe, ja? Da wie Aston Martin. Da sehe ich das Preisschild. Fast 25 Millionen Baht, Leute. 25 Millionen Baht. Das ist eine Menge Geld. Also, jetzt schauen wir uns mal den Preis von diesem Mercedes an. Da, S-Klasse, okay. Schauen wir uns mal schnell die S-Klasse an. $7 million. Maserati, Leute, Maserati. Schauen wir uns noch schnell den Maserati an. Technische Daten haben wir hier, das haben sie noch schick gemacht, wenn es denn geht. Da. Aber natürlich keinen Preis. Okay, Preis haben wir da. Der kostet 6,5 Millionen etwa. 6,5 Millionen. Das geht jetzt noch. Eh? 6,5 Millionen Watt. Das ist jetzt nicht so viel. Dieser Maserati hier, der kostet 9,9 Millionen knapp. Aber eben die Ersatzteile in Thailand für so ein Auto, da bezahlst du wahrscheinlich ein Vermögen nur für eine Reparatur. Aber da nehmen wir irgendeinen Standard 220i Coupé M-Sport. M-Sport Coupé. Ja. Mal den anschauen. Ja, etwa alles zusammen, etwa zwei. $2.14 million. 60.000 Euro, kann das sein? Ah, das ist Elektro, okay. Ah, Preis ist da drüben. Der kostet 13 Millionen. 12,959, also sagen wir 13 Millionen gerundet, Baht.
Preise. Ist überhaupt nicht schlecht. Und hier haben wir noch keinen E8. Das ist dasselbe. Ähnlich. Schaut auch schick aus. Sind die neuen Elektrofahrzeuge von BMW. Der gelbe dort hinten schaut auch schick aus. Sehr schick. M4. Der Mini schaut auch speziell aus. Ist das der Elektrik? Elektro Mini. Ja, man merkt schon, dass ich schon lange nicht mehr Autos angeschaut habe. Ich wusste gar nicht, dass es schon Elektro-Minis gibt. So, da Ford. Einfach schön. Einfach schöne Pickups. Die machen einfach wunderschöne Pickups. Aber da steht doch auch noch ein Ford Mustang, oder? Den schauen wir uns zuerst an. Ein Ford Mustang. Was? Das ist wahrscheinlich das Fahrzeug für mich, das meinem Budget angepasst wurde. Passt, nehme ich. Pickups, wo wollte ich hin? Pickups. Oh, da der Ranger, da im Army-Look. Den brauche ich, wenn ich dann beginne mit COD spielen. Da brauche ich doch so einen. Der schaut schon geil aus. Ja, das ist ein richtiges COD-Auto. Preislich, nicht mal so teuer. 899.000 Baht. Kannst jetzt nicht viel sagen. Für Ford ein guter Preis. Nur schon das, was da alles dran ist. Geil. Also Leute, ich habe mich entschieden, was ich kaufen werde. Gut, bin ich noch hierher gekommen. Dieser wird's. Das wird mein Auto. Das ist auch mein Budget. Schaut euch das an. 10.000 Euro und er gehört dir. Das ist mein Auto. Wunderschön. Und schau mal, auch da kann man sogar noch selber alles reparieren. Da gehst du zum Mofa-Mechaniker und der repariert alles wieder zusammen. Hey Leute, das wär's. Schauen wir mal rein da. Geschaltet, ja, das. Also Leute, wir fahren wieder nach Hause. Gekauft.